Nein. So, dann ganz herzlich willkommen zu unserem großen Live-Rundgang durch drei Gedenkstätten, durch die KZ-Gedenkstätte Dachau, durch die Gedenkstätte Bergen-Belsen und durch die KZ-Gedenkstätte in Neuengamme. Mein Name ist Dominik Schenk, ich bin Mitarbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der KZ-Gedenkstätte in Dachau und ich darf heute das Programm so ein bisschen moderieren und koordinieren. So, dann ganz herzlich Für willkommen zu uns alle ist unserem das ein bisschen großen Neuland. Live-Rundgang durch drei Gedenkstätten. Jetzt hatte ich gerade ein Tonproblem im Hintergrund. Sie sehen schon, das ist für uns alle ein bisschen Neuland, was wir hier betreten. Deswegen bitte ich die ein oder andere technische Problematik schon mal vorab zu entschuldigen. Was werden wir heute machen? Wir haben insgesamt drei Gedenkstätten, die jeweils in drei kurzen Spots einzelne Aspekte ihrer Arbeit und der Geschichte des Ortes vorstellen werden. Und nach jedem dieser kurzen Spots werden wir die Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, würde ich darum bitten, das Chatfenster hier in Zoom zu benutzen oder auch bei YouTube, dass die Chatfunktion dort genutzt wird. Dort sehe ich die Fragen alle, gebe sie dann direkt weiter und die jeweils Verantwortlichen werden sich um die Beantwortung kümmern. Die Verantwortlichen, das sind heute meine Kollegen. In Neuengamme ist es die Iris Groschek. Sie ist Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. In Bergen-Belsen haben wir die Kolleginnen Stefanie Bielib und Tessa Bowman, die uns heute begleiten werden. Stefanie Bielib arbeitet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Tessa Bowman ist pädagogische Mitarbeiterin. Und Steffen Joost ist Leiter der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Zum Ablauf. Wir werden jetzt nach und nach jede Gedenkstätte einmal kurz für einen kurzen Spot besuchen, jeweils so, circa so 3 bis 4 Minuten, danach kurze Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss an diese drei Durchgänge haben wir kurz die Gelegenheit, in sogenannten Breakout Rooms, was das ist, werde ich später nochmal erklären, kurz darüber zu diskutieren, was uns so persönlich bewegt hat an diesen Rundgängen und werden danach nochmal kurz im Plenum zusammenkommen. Ohne große weitere Vorrede würde ich sagen, beginnen wir unseren Rundgang durch drei Gedenkstätten und wir starten in Dachau mit Steffen. Steffen, bitteschön. Du sagst mir, welches ich bin. Okay, ja, dann herzlich willkommen. Mein Name ist, wie gesagt, Steffen Joost hier in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und die erste Station, die wir uns ausgesucht haben für die drei Gedenkstätten, ist der Eingang in das ehemalige Konzentrationslager, in die heutigen Gedenkstätten. Und das Gebäude, was man jetzt hier hinter mir sieht, das ist das sogenannte Jurhaus. Wir gehen jetzt schon mal so ein paar Schritte weiter in die Richtung. Das Jurhaus war ab 1936, als es von Häftlingen gebaut wurde, der zentrale Eingang hier in das Konzentrationslager. Und man kann das so auch ein bisschen sehen, wer vielleicht schon auch in anderen Gedenkstätten war, wo es auch solche Gebäude gibt. Es hat natürlich gibt so eine gewisse typische Architektur auch durchaus dabei. Es gibt einen Wachturm obendrauf, während der KZ-Zeit mit einem Maschinengewehr besetzt, Posten besetzt. Es ist ein relativ massives Gebäude und das war das Gebäude, durch das die Häftlinge eben diesen Weg hier lang in das Konzentrationslager gehen mussten. Das ist heute ja auch der offizielle Zugang in die Gedenkstätte. Und das war es allerdings auch nicht immer. Also erst die Gedenkstätte ist 1965 eröffnet worden. Der Zugang hier, den gibt es erst seit 2005, weil vorher das Gelände hier von der bayerischen Bereitschaftspolizei noch blockiert wurde. Also das, was wir jetzt so im Laufe der Zeit öfter mal hören werden, jetzt im Laufe dieser Rundgänge, diese Orte haben sich extremst verändert.
Und die Erinnerung, das Gedenken an diesen Orten zeigt sich natürlich auch in der Art und Weise, wie das Gelände hier mal aussieht. Wir gehen jetzt einfach noch mal ein Stückchen weiter, denn das, was was wahrscheinlich so ein bisschen das Bekannteste hier am Eingang in Dachau ist, ist natürlich das Tor. Also das, was wir jetzt hier gleich sehen, ist das Tor mit dem sogenannten Arbeit macht frei. Also dieser Inschrift, die hier steht, auch teilweise in anderen Konzentrationslagern zu sehen. Und das Tor ist nicht mehr das Originaltor, sondern das Tor ist 2014 gestohlen worden, diese Tür in der Mitte, und 2016 wiedergefunden worden. Und bis heute ist unklar, was damit eigentlich passiert ist, muss man sagen, wer es gestohlen hat. Für die Häftlinge war diese Inschrift, dieses Arbeit macht frei, unglaublich wichtig. Und ich möchte gern zum Abschluss meiner Station hier einfach noch was vorlesen, und zwar von einem Mann, der heißt Edgar Kupfer-Kobawitz. Und zwar, wir haben zwei Bilder von ihm mitgebracht. Einmal hier 1932 in Paris mit seinem Hund auf dem Arm und dann 1945 mit einem Stapel Papier auf dem Arm. Und zwar ist es ein Tagebuch, was er hier heimlich im Lager geführt hat. Edgar Kupfer-Kobawitz war Schriftsteller, war hier in Dachau und in Neuengamme inhaftiert, und wir werden deswegen auch später nochmal von ihm hören. Und er hat, das kann viel besser ausgedrückt, als ich das könnte, was es eigentlich für die Häftlinge bedeutet hat, diese Inschrift. Das heißt, die Lüge im Tor. Arbeit macht frei ist mitten im Tor in Eisen geschmiedet zu sehen. Die Augen halten staunend davor, jedes Mal, wenn durchs Tor wir gehen. Arbeit macht frei, so lügen sie. Arbeit macht frei, so lügen sie. Arbeit macht frei, so prahlen sie. Arbeit macht frei, doch zahlen sie. Arbeit mit Tod zurück. Arbeit macht frei, das ist ein Hohn. Arbeit macht frei, o Deutschlands Sohn. Arbeit macht hier nicht frei. So sieh es doch, was alle sehen. Der Tod macht frei, das sollte stehen. Tod löst die Tyrannei. In diesem Sinne, dann verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder von der ersten Station hier, beziehungsweise wenn es vielleicht jetzt schon ein, zwei Fragen gibt, dann können wir die noch kurz beantworten. Und genau. Sehr gut, alles klar. Dann können wir jetzt, dann gebe ich jetzt weiter an meine Kollegin Iris in Neuengamme. Hallo, ein Gruß aus Neuengamme. Vielen Dank nach Dachau. Wir stehen hier vor dem ehemals größten Konzentrationslager von Nordwestdeutschland, dem KZ Neuengamme in Hamburg. Und ich stehe hier vor dem Eingang und ich drehe mich gleich um und dann könnt ihr den Eingang in die Gedenkstätte sehen, der auch damals der Eingang ins Konzentrationslager war. Und in Dachau ist da ja dieses ganz bekannte Tor mit der Inschrift. Ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung habt, wie es wie der Eingang ins KZ Neuengamme ausgesehen hat. Folgt mir mal. Ihr seht, hier ist kein Jurhaus, hier ist kein schmiedeeisernes Tor, sondern hier sah es früher so aus. Und ihr könnt erkennen, dass wir als Gedenkstätte die Gebäude, die es damals gegeben hat, so ein bisschen nachempfunden haben. Was heute unser Eingang war, war früher der Eingang ins Lager mit dem Schutzhaftlagerführer, der auf einer Seite mit seinem Häuschen gesessen hat. Und wenn man genau auf dieses Bild sieht, dann kann man tatsächlich erkennen, dass es ein ganz einfaches Tor nur gegeben hat, was natürlich normalerweise tatsächlich geschlossen war. Und wir hatten ja eben schon Edgar Kupfer-Kobawitz erwähnt und der ist von Dachau ins KZ Neuengamme gebracht worden. Und er hat gesagt, über das Reinkommen hier ins KZ Neuengamme, das breite Tor öffnete sich und wir marschierten in unser neues Schicksal. Das Lager Neuengamme war kleiner als das Lager Dachau. 8 niedrige, dafür aber sehr lange Baracken standen links vom Eingang. Rechts war eine einzige Baracke, das Revier. Und dem Tor gegenüber, tief im Hintergrund, befand sich eine quergestellte Baracke, die Küche. Und was? Aber leuchtete uns in großer weißer Schrift vom Dach entgegen die Meilensteine. Es gibt einen Weg zur Freiheit. Das waren die gleichen Phrasen, dieselben Worte wie in Dachau.
Worauf er sich bezieht, ist, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier auf dem Dach der Küchenbaracke tatsächlich einen ganz langen Spruch. Könnt ihr das erkennen? Und mit diesem weißen Schriftzug auf dem Dach der Küche wurde Heinrich Himmler zitiert. Und der vollständige Satz, der in mehreren Konzentrationslagern zu finden war, lautete: Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland. Also ähnlich zynisch wie der Spruch, den man lesen konnte, wenn man ins KZ Dachau eingeliefert worden ist. So symbolisch, wie es hier heute aussieht, ich bin neugierig, wie sah es denn in Bergen-Belsen aus? Oder wie sieht es heute in Bergen-Belsen aus? Wir freuen uns, dass so viele uns zuschauen. Wir haben euch ein paar Bilder mitgebracht, um etwas mehr über den Eingangsbereich berichten zu können. Ich glaube, viele Besucher, die heute in die Gedenkstätte kommen, sind sich gar nicht bewusst, dass der Eingang, der hier hinter mir liegt, gar nicht der eigentliche Lagereingang war. Wir haben euch ein Foto unserer Rekonstruktion mitgebracht, beziehungsweise eine Karte, wo man sehen kann, wo wir heute stehen und wie dieser Ort zur Lagerzeit ausgesehen hat. Das war nämlich deutlich außerhalb des Lagers und keineswegs der ursprüngliche Eingang, der hier am äußeren Rand zu sehen ist. Viele Besucher, die hierher kommen, fahren tatsächlich auch am alten Lagereingang vorbei und merken das aber gar nicht, denn das sieht heute sehr, sehr unscheinbar aus und lässt gar keine Rückschlüsse darauf zu, dass hier tatsächlich einmal ein Lagereingang war. Tatsächlich war der Eingang selbst auch damals nicht so imposant, wie wir das aus Dachau gerade gehört haben. Auf einem Foto von 1942 kann man erkennen, dass auch damals auf der Straße ein deutlicher Einblick ins Lager zu gewinnen war und dass das Tor einfach ziemlich unscheinbar war und eigentlich nichts versteckt hat. Auch in den Häftlingserinnerungen kann man sehen, wie das, also dass viele, einige Häftlinge haben das Tor auch gezeichnet. Und auch hier, das ist eine Zeichnung von 1945, die nach der Befreiung angefertigt wurde, sieht man, dass das Eingangstor hat sich nicht wirklich verändert, sondern ist über die Zeit hinweg ein einfaches Tor mit Maschendrahtzaun und einem gekreuzten Gebälk gewesen, das nicht wirklich sehr beeindruckend war. Jetzt muss ich mal schauen, genau. Wir haben noch eine weitere Fotografie aus der unmittelbaren Zeit nach der Befreiung, wo man sehen kann, dass auf beiden Seiten einmal ein Wachhäuschen und ein Stehhaus vorhanden war. Und wer nach Bergen-Belsen kommt und sich unsere App ausleiht, um das Gelände zur Orientierung zu erkunden, kann eben auch diese Fotografie da finden, beziehungsweise man kann sich an den gleichen Ort des Fotografen begeben und dann in der virtuellen Ansicht genau schauen, wo hat der Fotograf gestanden und wie war eigentlich die Gebäudesituation damals. Das ist für uns heute deshalb wichtig, weil so wenig auf dem Gelände übrig geblieben ist und das eine Möglichkeit bietet, sich draußen zu orientieren und eine Vorstellung von den Dimensionen zu bekommen. Vielen Dank für diesen Moment. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon Fragen oder Kommentare gibt. Ansonsten würde ich zur zweiten Station nach Dachau zurückgeben. Okay, ja, dann wieder herzlich willkommen zurück hier nach Dachau. Unsere Zweitstation ist die Lagerstraße. Lagerstraße in Dachau heißt zum einen natürlich die Baracken. Das ist das, was man hier hinter mir jetzt sieht.
Und zwar gab es in Dachau insgesamt 34 Baracken, die in etwa so aussahen wie die hinter mir. Das sind nicht mehr die Originalbaracken. Die Originalbaracken sind 37, 38 gebaut worden nach dem Jurhaus, also auch wieder von Häftlingen, die das gesamte Lager damals umbauen mussten. Und es waren zwei Funktionsbaracken auf jeder Seite, dann 15 Schlafbaracken auf jeder Seite im Lager, gebaut für eigentlich ungefähr 6200 Häftlinge. Vielleicht kann man das auch schon mal kurz erwähnen. Als das Lager befreit wurde, 1945, waren hier über 32.000 Häftlinge im Lager. Also eine völlige Überfüllung, die aber eigentlich auch von Anfang an so war. Und wir können gerade einfach noch mal kurz zumindest auf das Bild hier gehen. Da kann man das ein bisschen erkennen. Das ist also die Lagerstraße 1938, also mit den Baracken hier auf jeder Seite. Man sieht die Pappeln, wie sie auch heute noch hier zu sehen sind, nicht mehr die Originalen, sondern die sind nachgepflanzt, wurden damals gerade erst gepflanzt, sind ganz neu. Und wir machen jetzt einfach gerade nochmal, einen zweiten Blick. Ich sehe gerade, unser, kriegen wir gleich wieder hin, genau, unser Stativ hat sich verhakt. Ein zweiter Blick hier auf die Lagerstraße während der Befreiung und vielleicht nur ganz kurz hier hinten. Kann man das so ein ganz bisschen sehen? Warte mal kurz. Geht's? Genau. Ist nämlich die Inschrift zu sehen, von der Iris in Neuengamme eben erzählt hat. Also es gibt einen Weg zur Freiheit. Genau das stand eben hier in Dachau, auch auf dem Dach. Und die Lagerstraße war für die Häftlinge, hatte verschiedene Funktionen. Es gab zum einen dieses, hört man oft davon, dass es den Geist der Lagerstraße gab. Also, dass die Häftlinge davon erzählt haben, dass es ein Ort der Solidarität war. Denn hier auf der Lagerstraße war der einzige Ort, wo die Häftlinge ihre Freizeit wirklich verbringen konnten. Zwischen dem Abendappell und dem sogenannten Zapfenstreich abends gab es immer eine kurze Zeit, bei der die Häftlinge hier auch umhergehen konnten, andere Häftlinge anschauen konnten. Und wir nochmal so ein bisschen in die Richtung hier. Und immer auch in Dreiergruppen sich einfach unterhalten konnten. Und ja, bevor wir gleich weitermachen, ich habe es ja am Anfang jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dieser Ort hat sich natürlich wie alle Gedenkstätten unglaublich verändert. Und Dachau selber beispielsweise ist 1948 für damals unglaubliche 5 Millionen Mark umgebaut worden in eine Wohnsiedlung. Und zwar das sogenannte, die Siedlung Dachau Ost, ein Flüchtlingslager, vor allen Dingen für deutsche Flüchtlinge aus dem sogenannten, aus dem Sudetenland. Und man kann hier schon mal so ein bisschen so einen Zaun sehen. Und die Kirche, das wird gleich nochmal wichtig, wenn wir über den Appellplatz reden. Also auch Dachau ist eben nicht sofort eine Gedenkstätte geworden, sondern der Ort, ja, wie gesagt, zunächst eben erst als Flüchtlingslager genutzt worden, bis dann 1965 die Gedenkstätte hier errichtet wurde. Vorher wurden alle Baracken hier abgerissen, weil sie baufällig waren, weil sie extremst umgebaut worden waren während der Lagerzeit. Und das Gelände wurde so gestaltet, wie es sich heute darstellt. Und ja, in diesem Sinne dann gerne nochmal Frage an Dominik. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Alles klar. Dann geben wir jetzt weiter an meine Kolleginnen und Kollegen in Bergen-Belsen. So, jetzt sind wir ein wenig außer Atem auch hier angekommen. Wir sind eben von dem Eingangsbereich der Gedenkstätte jetzt hierher gelaufen und wollen euch auch etwas zur Lagerstraße erzählen, die sehr von der heutigen Landschaftsarchitektur geprägt ist. Und deswegen zeigen wir euch ein bisschen, wie sich das darstellt, wenn man aus diesem bewaldeten Bereich auf diese große freie Schneise heraustritt, die hier von dem, in dem Bereich der ehemaligen Hauptlagerstraße freigeschnitten wurde. Das ist natürlich auch in der Lagerzeit ein wichtiger Bereich gewesen, der die Häftlinge sehr beeindruckt hat. Und wir haben auch da wieder eine Zeichnung von Erwin Obadi mitgebracht, die eigentlich diesen Blick auch ganz gut zeigt, die Lagerstraße herunter, ungefähr tatsächlich von diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, denn dieses Küchengebäude, das hier zu sehen ist, das ist tatsächlich da drüben in dem, naja, etwas weiter dort zu sehen. Und wenn man sich jetzt als Fotograf oder als Besucher von Bergen-Belsen, bleib mal stehen, Tessa, einmal umdreht, nee, du musst mit der Kamera bitte,
dann hat man den Blick dieses Fotografen der amerikanischen Armee in die andere Richtung der Lagerstraße, in Richtung dem ehemaligen Haupteingang, der da hinten irgendwo im Hintergrund vorhanden ist. Von der Zeit, also vom Ende April 1945, also mit den befreiten Häftlingen, aber eben auch mit den Baracken auf dieser Seite der Hauptlagerstraße. Auf der anderen Seite war es deutlich bewaldeter und die Baracken nicht zu erkennen. Ich habe jetzt noch ein kurzes Zitat, ein Bericht von einem französischen Häftling, der im Juni 1944 in Bergen-Belsen angekommen ist und berichtet, und zwar ist es, Entschuldigung, das ist Pierre Petit, und er sagt, er schreibt in seinem Erinnerungsbericht, durch ein wackeliges, kreuz und quer mit Stacheldraht bespanntes Doppeltor erreichten wir die Hauptlagerstraße, die sich nach vielleicht 500 Metern in der Heide verlor. Rechts der Lagerstraße lagen ein paar Massivbauten, die Küchenbetriebe. Links reihten sich etwa 20 schmutzig-grüne Baracken aneinander. Sie standen mit den Giebelseiten zur Straße, waren von dieser aber durch einen Graben und einen mehr als mannshohen Zaun getrennt. Ganz hinten, am Ende der Lagerstraße, hob sich der rote Backsteinkamin des Krematoriums in den blauen Himmel. Vielen Dank von Bergen-Belsen. Es gibt eine Frage nach Bergen-Belsen. War das KZ Bergen-Belsen größer als Dachau und Neuengamme? Was auch immer größer bedeutet. Von den Ausmaßen hatte es eine Ausdehnung von etwa 800 Metern an der breitesten Stelle und etwa 2 Kilometern in der Länge. Ich muss mal schauen, wir können vielleicht noch einmal die Karte von 1945 zeigen. Da kann man das ganz gut erkennen. Also ich meine, dass das etwa 2 Kilometer in der Ausdehnung sein sollen und an der breitesten Stelle etwa 800 Meter. Insgesamt, also über die ganze Lagerzeit, waren hier geschätzt etwa 110.000 bis 120.000 Häftlinge inhaftiert, von denen mindestens 52.000 gestorben sind. Vielleicht reicht das erstmal als Antwort. So, jetzt sind wir wieder in Neuengamme. Wenn Dachau eben erzählt hat, wie groß das Lager dort war. Neuengamme war ungefähr 55 Hektar groß. Und hier waren im Laufe der Zeit über 100.000 Häftlinge inhaftiert, von denen 42.900 nicht überlebt haben. Wir hatten ja eben die Fotografie gesehen, die den Lagereingang zeigte. Und dort konnte man auch schon erkennen, die Lagerstraße. Das heißt, wir hier in Neuengamme müssen gar nicht so weit laufen, wie ihr eben in Bergen-Belsen, um tatsächlich auf die Lagerstraße zu kommen. Vielleicht noch ein Wort zu den Fotografien. Was sind denn das für Fotografien? Was für ein Bild geben wir heute eigentlich damit weiter, indem wir diese Fotos zeigen? Das sind keine Fotografien, die Häftlinge gemacht haben, sondern das sind offizielle Fotografien von SS-Leuten. Und nur wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man überhaupt Häftlinge auf diesen Bildern und auf diesem Bild tatsächlich pflastern sie gerade die Lagerstraße. Das heißt, als wir eben durch den Eingang gekommen sind, sah man ja, es ist ein symbolischer Eingang. Das heißt, der Originaleingang ist nicht mehr hier. Aber wenn ihr Neuengamme besucht, dann könnt ihr eins der Flügel des Eingangstores tatsächlich in unserer Hauptausstellung sehen. Ich würde mit euch jetzt gerne über diese Original-Lagerstraße gehen. Das sind nämlich tatsächlich noch die Relikte von damals. Ne? Während das Eingangstor ein Symbol ist, gehen wir jetzt hier auf der Originallagerstraße. Und warum gehen wir jetzt hier längs? Ich möchte nämlich ein paar Meter in das Lager hineingehen, dass ihr auch noch mal einen anderen Eindruck bekommt. Warum möchte ich hier reingehen? Es wäre ja
vielleicht ein bisschen nicht sehr multiperspektivisch, wenn wir nur Fotografien von SS-Männern zeigen würden, sondern die Perspektive der Häftlinge können wir ja nur zeigen, indem wir Zeichnungen weitergeben. Hatte Dachau, hatte Bergen-Belsen ja auch schon gemacht. Und ich möchte mich gleich eine Zeichnung zeigen, die an einer bestimmten Stelle entstanden ist. Ein bisschen müssen wir noch weitergehen. Vielleicht könnt ihr schon ein wenig auf dieser Zeichnung etwas sehen. Ich drehe mich mal einmal um. Das ist die Zeichnung. Und wenn man sich die Zeichnung genau anschaut, kann man ziemlich viel daraus ablesen. Zum einen kann man ablesen, Le Appel. Scheint also ein Franzose gewesen zu sein, der diese Zeichnung gemacht hat. Man sieht hier die Lagerstraße. Hier so ein Gulli, und da stehe ich nämlich jetzt genau daneben, deswegen wollte ich mich hier hinstellen. Und man erkennt auch ein Datum, wann diese Zeichnung angefertigt worden ist. 1944 im Sommer oder Herbst. Und F.L.B. steht für Félix Lazare Bertrand. Ein französischer Häftling, der hier in einer besonderen Situation war, weil er als sogenannter Geiselhäftling hier gewesen ist und deswegen zum Beispiel nicht arbeiten musste. Er war Architekt und hatte auch die Möglichkeit, durchaus Zeichnungen anzufertigen. Ich finde es total spannend, denn dadurch haben wir einen anderen Einblick in den Lageralltag bekommen wir nochmal. Und obwohl das Thema ja eigentlich die Lagerstraße ist, sieht man hier schon die nächste Station, nämlich das, was hinter mir zu sehen ist, der große Appellplatz. Und die Zeichnung von Félix Lazare Bertrand zeigt Menschen, die auf dem Appellplatz stehen mussten. Denn jeden Morgen, jeden Abend mussten sich alle Häftlinge aufstellen auf diesem riesengroßen Platz und sie wurden gezählt. Und selbst Félix Lazare Bertrand, der selber ein Häftling war, hat diese Menschen nicht mehr als Menschen gezeichnet, sondern tatsächlich entindividualisiert. Die haben ja gar keine Gesichtszüge. Und in der pädagogischen Arbeit kann man wahnsinnig viel mit dieser Zeichnung und Besucherinnen und Besuchern arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die nächste Station, nämlich das, was hinter mir liegt, erzählen soll oder ob es schon noch Fragen gibt zum Thema Lagerstraße. Es kam gerade die Nachfrage, was ist denn ein Geiselhäftling? Kannst du das erklären? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die Frage ist, was ist denn ein Geiselhäftling? Ah, okay. Tatsächlich war es so, dass im KZ Neuengamme ganz unterschiedliche Häftlinge eingesperrt waren. Hier im Hauptlager, es war ein Männerlager, und hier gab es eben Häftlinge, die aus unterschiedlichsten Gründen inhaftiert waren. Und es gab einen Sonderbereich hier, wo Häftlinge aus Frankreich, aus Compiègne, hierher gebracht worden sind als Geiseln, die man vielleicht später austauschen wollte. Die hatten hier eine ganz andere Situation. Und die hatten eben auch diese Möglichkeit, zum Beispiel Zeichnungen anzufertigen. Und dieser Häftling, Félix Lazare Bertrand, hat auch ein Tagebuch geführt während seiner ganzen Inhaftierung. Und es ist eigentlich sehr, sehr spannend zu lesen, um seine Eindrücke aus einem Lager eben tatsächlich mitzubekommen. Sie hatten es zwar, sagen wir mal, in einem Punkt besser, aber auf der anderen Seite haben sie genauso gehungert wie die anderen. Soll ich denn schon die nächste Station machen? Dann kann ich nämlich direkt anschließen. Ist das okay? Ich höre nichts. Sehr gerne, leg los. Okay, super. Dann würde ich jetzt glatt mal, Antonia, kommst du mit mir mit? Und zwar sprachen wir eben schon über Symbole und über originale Relikte. Und dieser Appellplatz, über den wir hier gerade gehen, ist kein Original. Und obwohl die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die hier in dieser Größe auch 2005, ähnlich wie Dachau, entstanden ist, gesagt hat, wir rekonstruieren nichts, sondern wir zeigen das, was da ist, zeigen wir, aber wir stellen nichts wieder auf, was nicht da ist. Deswegen, wenn ihr so hinter mir ein bisschen schaut, könnt ihr diese Steinhaufen sicher erkennen. Diese Steinhaufen gibt es ja auch in Dachau.
die markieren die Standorte der Häftlingsbaracken. Und diese Steinhäuser, die zu beiden Seiten zu erkennen sind, das sind tatsächlich Häftlingsbauten, so, die noch von damals aus der KZ-Zeit hier stehen. Dennoch hat man bei dem Appellplatz eine Ausnahme gemacht. Der ist tatsächlich rekonstruiert. Warum? Es war ein Wunsch der Überlebenden. Dieser Ort, der bei ihnen verknüpft ist mit so viel Leid, weil hier eben auch Lagerstrafen vollzogen worden sind, Todesstrafen und so weiter. Und dieses kleine Stück um ihre Füße, wo sie stehen mussten, hatte halt so eine große Bedeutung, dass sie gesagt haben, der sollte rekonstruiert werden. Und das Interessante ist, was so ein bisschen auf die Geschichte dieser KZ-Gedenkstätte hinweist, ist, dass ich euch jetzt gerne noch ein Foto zeigen würde. Und dazu muss ich mich wieder ein bisschen umdrehen, damit wir dieselbe Perspektive bekommen, die eben auch bei dieser Fotografie zu sehen ist. Ein Bild fliegt gerade weg, aber das holen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, das ist nicht das, was ich jetzt noch brauche. Was ihr hier sehen könnt, ist dieses Steinhaus, das heute ja noch steht. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auch erkennen, die Holzbaracken, die früher hier in der Mitte gestanden hatten, die heute hier nur noch symbolisch zu sehen sind. Und ganz viele Menschen, die auf diesem Appellplatz stehen. Wenn man sich diese Bilder, diese Fotos ansieht, dann kann man auch erkennen, das sind keine KZ-Häftlinge. Das sind Soldaten, deutsche Soldaten. Das zeigt nämlich, weist darauf hin, dass dieses Foto eben nicht während der KZ-Zeit bis 45 entstanden ist, sondern in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Diese Gebäude des Konzentrationslagers sind nämlich von den Briten weitergenutzt worden. Als die Briten nämlich das Lager befreit haben vor 75 Jahren, haben sie ein leeres Lager vorgefunden, weil alle Häftlinge auf Todesmärsche geschickt worden sind. Das Lager war also leer, als sie gekommen sind. Das heißt, es gibt nicht ikonische Fotografien, wie vielleicht in Bergen-Belsen von der Befreiung oder wie es sie auch aus Dachau gibt, weil das Lager war einfach leer. Und die Briten haben diese Gebäude weitergenutzt als Internierungslager. Und da ist eben dieses Foto entstanden. Und als die Briten dann das Gelände der Hansestadt Hamburg übergeben haben, und jetzt gehen wir wieder ein Stück weiter, da hat auch die Hansestadt Hamburg das Gelände hier nicht als Gedenkstätte genutzt, sondern tatsächlich auch die Gebäude weiter genutzt, und zwar als Gefängnis. Und erst im Jahr 2005 sind wir hier Gedenkstätte in dieser Größe geworden, wie wir sie heute sind, wie wir es heute sehen. Und wir als Gedenkstätte haben alle Gebäude, die in der Nachkriegszeit errichtet worden sind, wieder abreißen lassen und haben nur kleine Spuren stehen lassen. Und hinter mir, mal sehen, ob man das erkennen kann, da sieht man nämlich ein Gebäude, wo so Zahlen drauf zu erkennen sind. Kann man das sehen so ein bisschen? Sieht optisch ganz ähnlich aus wie die Konzentrationslagergebäude, ist aber tatsächlich ein Gefängnisgebäude. Und dieses Gefängnisgebäude ist abgerissen. Das war ein großes, viereckiges Gebäude hier zwischen den großen Konzentrationslagergebäuden. Und als es abgerissen worden ist, ist was zum Vorschein gekommen? Und vielleicht kannst du, Antonia, einmal nach unten schalten, weil dann sieht man nämlich den Original-Appellplatz aus diesem grauen Beton, also ganz ähnlich wie dieser weiße Beton aus der rekonstruierten Version. Jetzt kann man also auf diesem Original-Appellplatz tatsächlich auch draufstehen und so vielleicht eine Verbindung in eine ganz andere Zeit bekommen. Jetzt bin ich natürlich sehr schnell durch die Geschichte der Gedenkstätte oder des Konzentrationslagers und der Gedenkstätte gesprungen, aber ich finde das irgendwie ganz spannend, dass man die Nachgeschichte verknüpfen kann mit dem, was man heute sieht. Was ist, ich glaube, nicht allen Besucherinnen und Besuchern bewusst, wenn sie hierher kommen, hat man vielleicht ganz häufig so ein Bild, was man hier wohl sehen wird. Dabei erzählen die Überreste ganz viele andere Geschichten. Wie sieht das in Bergen-Belsen oder in Dachau aus? Okay, ja, jetzt stehen wir auch in Dachau eben auf dem Appellplatz hier.
Der Appellplatz in Dachau hat ziemlich genau auch die, wirklich die Originalmaße, wie er das während der Lagerzeit hatte. Rekonstruktionen sind eben die beiden Baracken, die man da sieht. Aber die anderen Gebäude hier rundherum sind Originalgebäude allerdings. Und der Appellplatz war, ähnlich wie das eben auch, eben, wie wir es gerade aus Neuengamme gehört haben, für die Überlebenden, aber damit natürlich auch während der Lagerzeit für die Häftlinge, ein zentraler Ort, muss man sagen. Es war ein zentraler Ort des Terrors gegen die Häftlinge. Es gab einen Appellplatz schon während der ersten Phase des Lagers, also das heißt ab 1933, als das Ganze hier noch auf dem Gelände einer ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik war. Und die Häftlinge mussten hier 2 bis 3 Mal, das wechselte auch so ein bisschen in der Lagerzeit, zum Zählappell unter anderem antreten. Es war ein Ort der Einlieferung, das heißt neu ankommende Transporte kamen hier auf dem Appellplatz an, mussten hier oft warten. Bei großen Transporten wurde teilweise auch dieser Einlieferungsprozess alles hier auf dem Appellplatz gemacht. Und es war ein Ort der Strafen. Das heißt, hier wurden vor dem versammelten Lager Strafen vollzogen. Und auch wenn man jetzt quasi eher nur über Video dabei sein könnte, glaube ich, vielleicht kann man bei diesem Umherschwenken, was Stefan jetzt hier gerade immer so ein bisschen macht, trotzdem, glaube ich, einen Eindruck davon kriegen, wie groß dieser Platz letzten Endes war. Und um das nochmal so ein bisschen aus der Sicht eines Häftlings zu zeigen, wir haben ja vorhin auch schon von der Bedeutung von Häftlingszeichnung gehört, habe ich noch was hier mitgebracht von einem Mann namens David Ludwig Bloch. David Ludwig Bloch war Jude und Künstler und er ist im November 1938 im Rahmen der sogenannten Novemberpogrome zusammen mit 11.000 anderen Juden hier ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert worden. Er ist aus dem Lager entlassen worden, ins Exil nach Shanghai gegangen und hat später einige Zeichnungen und Gemälde über seine Zeit in Dachau angefertigt. Und unter anderem eben hier das Appell stehen. Und man kann es schon eben einfach sehen, diese riesigen Mengen an Leuten. Man kann so das Wirtschaftsgebäude, was das Gebäude hinter mir ist, auch so ein bisschen erahnen darauf. Man kann sieht diese Scheinwerfer während dem Appell. Und vielleicht noch das Letzte. Man erkennt aber auch hier oben eben ein Dreieck mit einem Auge drin. Für David Ludwig Bloch eben das Symbol für Gott, der wegschaut, der die Augen zu hat, zu dem, was hier in Dachau ihm und seinen Mithäftlingen widerfährt. Und zum Abschluss habe ich ja versprochen, dass wir, dass ich nochmal ein bisschen auf das zurückkomme, was wir vorhin auf dieser Postkarte gesehen haben, nämlich wie sah dieser Ort eigentlich auch zwischendurch mal aus? Denn zwischen der Befreiung des Lagers und der Eröffnung der Gedenkstätte war das eben ein ganz, ganz anderer Ort. Und das war für Häftlinge, für ehemalige, die herkamen, auch schwer erträglich. Und ein Beispiel ist von Nico Rost. Nico Rost war ein niederländischer Häftling, der ab dem 26. Mai 1944 hier in Dachau war, ein Schriftsteller. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, von 1956 ist das, Ich war wieder in Dachau. Und ich zitiere einfach mal ein bisschen was daraus. Der Besucher steht geraume Zeit auf dem Appellplatz und denkt nicht nur an die stundenlangen Appelle in Regen und Wind, in Frost und Schnee, sondern vor allem auch an die vielen Transporte, die hier standen oder besser gesagt meistens lagen und oft starben. An die unglückseligen Massen, gespensterhafter, schwankender und mit letzter Kraft um Wasser wimmernder Skelette. Ein Totentanz, wie ihn die Fantasie des Totentanzmalers Holbein nicht erschreckender und grauenerregender hätte ausdenken können. Aber der Appellplatz war doch früher viel größer, stellt er dann fest und sieht, dass nun ein Teil des Platzes zum Übungsgelände der amerikanischen Besatzungsarmee gehört und eingezäunt ist. Sein Blick fällt auf den Balkon der ehemaligen SS-Kommandantur und es ist, als ob er aufs Neue jenen unvergesslichen Sonntagnachmittag erlebt, diesen 29. April 1945, den Tag der Befreiung, als endlich, endlich die gehassten Hitlerbilder zerfetzt und von diesem Balkon heruntergeschmissen wurden, zwischen die sich hier drängelnden, jubelnden, schreienden, weinenden, soeben befreiten Zehntausende von Häftlingen. Das war an denselben Tage, erinnert er sich, dem die Lager-SS von den Amerikanern Verhafteten abgeführt worden war. Ja, mit diesen Worten beende ich dann auch jetzt den letzten Teil hier aus Dachau, aus der Gedenkstätte. Und dann wäre bloß die Frage, gibt es aktuell gerade Fragen? Nachdem wir schon die Frage hatten, wie groß Bergen-Belsen war, kam die Frage jetzt in auch. Diesem Fall. Ja, ich habe die Frage, weil wie groß im Dachau war. Ah, okay. Ah, stimmt, genau. Nochmal sagen. Also, das Gesamte ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, das gesamte Lagergelände etwa 200 Hektar. Das ist aber nicht nur das Häftlingslager. Also, wenn wir das jetzt nochmal hier so nach hinten gehen, das sind das Häftlingslager, das Schutzhaftlager, auf dem wir jetzt stehen, etwa 600 Meter lang
von einem Ende bis zum nächsten. Das gesamte Lagergelände etwa 200 Hektar. Da gehört die sogenannte Plantage oder Kräutergarten dazu, ein großes Arbeitskommando, landwirtschaftliches und vor allen Dingen das SS-Übungslager, also massives Gelände zur Ausbildung unter anderem von SS-Einheiten, was hier anschließend, auf dem heute die Bayerische Bereitschaftspolizei zum größten Teil ist auf diesem Gelände. Und insgesamt waren in Dachau im Laufe der 12 Jahre 200.000 Häftlinge etwa inhaftiert, ein bisschen mehr, von denen etwa 41.500 das Lager nicht überlebt haben, also hier ermordet wurden. Ja, in diesem Sinne würde ich dann weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen in Bergen-Belsen, oder? So, auch hier in Bergen-Belsen stehen wir an der Stelle eines Appellplatzes. Und ich sage eines Appellplatzes, weil es in Bergen-Belsen mehrere Unterlager oder Lagerbereiche gab, die eigene Appellplätze hatten. Dieser Bereich hier gehörte zum sogenannten Sternlager, das ein Teil des Austauschlagers war. Hier waren Menschen als sogenannte Austauschhäftlinge, was etwa dem entspricht, was in Neuengamme die Geiselhäftlinge waren, wie Iris vorhin erklärt hat. Auch hier die Austauschhäftlinge sollten nach Verhandlungen möglicherweise ins Ausland ausgetauscht werden gegen Rohstoffe oder finanzielle Mittel. Das hing davon ab, mit wem verhandelt wurde. Auch hier hatten die Häftlinge die Möglichkeit, viele Kleidung dabei. Sie hatten zum Teil Papier und Stifte dabei und konnten dadurch auch Zeichnungen anfertigen und Tagebuchführen. Und eine Zeichnung habe ich hier mitgebracht von dem Niederländer Louis Ascher, der den Appellplatz gezeichnet hat aus dem Bereich des Sternlagers. Und warte mal kurz, der Ton ist irgendwie noch ein Problem zu sein. Ist es jetzt besser? Okay, super. Kannst du noch mal kurz sagen, von wem die Zeichnung war? Ja. Also dies ist eine Zeichnung des Niederländers Louis Ascher aus dem Jahr 1944. Und Louis Ascher war Häftling im Sternlager. Als Niederländer ist er hierher gekommen, hat kurz vor der Befreiung Bergen-Belsen noch verlassen. Ich habe auch noch mal wieder Screenshots aus unserer Rekonstruktion mitgebracht, um euch mal ein bisschen zurückgehen, weil die zu zeigen. Und ich hoffe auch, dass man auch hier wieder einen Punkt sich suchen kann, um die Position des Zeichners nachzuempfinden. Man sieht hier eine Baracke im Hintergrund und relativ weit hinten einen Wachturm stehen. Und wenn man mit der App hier draußen sich bewegt, kann man auch wieder in der virtuellen Situation ungefähr die Position suchen, die Louis Ascher auf dem Appellplatz eingenommen hat, und kann auf der Karte sich ansehen, wie der Appellplatz in diesem Lagerteil ausgesehen hat und wie viele Baracken da waren, wie die ausgesehen haben. An dieser Stelle kann man aber auch sehen, wie sich nach der Befreiung in der Zeit der Gedenkstätte die Erinnerungskultur verändert hat und welche unterschiedlichen Zugänge es gab und wie man auch mit dem Gelände hier umgegangen ist. Man kann hier im Hintergrund sehen, dass zwei verschiedene Wege hier entlang führen. Der, auf dem ich jetzt stehe, ein Betonpfad, der von dem heutigen Gebäude vom Dokumentationszentrum mit der Ausstellung auf das Gelände führt und ja, die Inhalte, die Themen in der Ausstellung mit dem Ort, mit dem historischen Ort verbinden soll. Und beinahe berühren sich hier zwei Wege, nämlich der heutige und ein alter Weg aus den 50er Jahren, der angelegt wurde, als hier zum ersten Mal ein Gedenkort eingerichtet wurde. Das ist der Teil, der eigentlich den Friedhofsbereich darstellt und wo vor allem die Massengräber zu sehen sind, aber auch die Gedenksteine, die
am Anfang als persönliche Gedenksteine von den Angehörigen errichtet wurde, aber auch sehr schnell als gemeinsame, gemeinschaftliche Gedenksteine, wie das jüdische Mahnmal, das zum ersten Jahrestag der Befreiung eingeweiht wurde, oder eben 1952 der Obelisk mit der Inschriftenwand. Ich weiß nicht, wie gut man das im Hintergrund erkennen kann. Der Bereich des ehemaligen Lagers ist nach der Befreiung von den britischen Soldaten geräumt und geräumt worden. Das heißt, die Holzbaracken sind entfernt und niedergebrannt worden, um so die vielen Krankheitserreger schnellstmöglich entfernen zu können, die hier vorhanden waren. Denn das Lager war in einem absolut katastrophalen Zustand. Es waren sehr, sehr viele Leichname hier auf dem Gelände und deswegen mussten die Massengräber so schnell wie möglich angelegt werden, um die Seuchen so schnell wie möglich einzudämmen. So viel als kleine Mosaiksteinchen erstmal hier aus Bergen-Belsen. Und damit gebe ich wieder zurück zu Dominik. Ich gebe gleich nochmal nach Bergen-Belsen. Es kam nochmal eine Nachfrage. Dachau war ja kein Vernichtungslager. Kann man das auch für Bergen-Belsen sagen? Zählt Bergen-Belsen zu den Vernichtungslagern? Nein. Bergen-Belsen ist tatsächlich eingerichtet worden für diesen Zweck des Austauschlagers. Das heißt, die Idee war, hier Häftlinge zu versammeln, die mit einem bestimmten Hintergrund dafür geeignet waren, möglicherweise für einen Austausch in Frage zu kommen. Und man muss dabei natürlich im Kopf behalten, dass das keineswegs eine humanitäre Aktion sein sollte, sondern das galt rein wirtschaftlichen Interessen. Also es ging dabei tatsächlich um das Austauschen von Rohstoffen gegen Menschen, von Geld gegen Menschen und nicht darum, hier möglicherweise Menschenleben zu retten. Später, als vor allem sehr, sehr viele Räumungstransporte aus anderen Lagern nach Bergen-Belsen gebracht wurden, ab im Herbst 1944 etwa, aber ganz besonders ab von Anfang 45 an, weiß ich nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe. Also hat sich hier die Situation sehr, sehr stark verändert und sich wirklich immer mehr verschlimmert. Und die Todeszahlen sind rapide in die Höhe gegangen, sodass sehr, sehr viele Überlebende auch von der Vernichtung in Bergen-Belsen sprachen. Aber es ist nicht als Vernichtungslager eingerichtet worden. Nein. Ja, vielen Dank schon mal an unsere drei Kollegen, die uns heute drei Einblicke in drei verschiedene Gedenkstätten gezeigt haben. Das war unser erster Durchlauf. Wir werden jetzt in den nächsten 5 bis 6 Minuten, wird es jetzt die Gelegenheit geben, in sogenannten Breakout Rooms zusammenzukommen. Sie werden gleich eine Einladung auf Ihrem Bildschirm finden in eine solche Breakout Session. Dort können Sie dann mit 4, 5 anderen Personen kurz darüber sprechen, was war besonders eindrücklich, was war eine besondere Erkenntnis, die Sie heute mitgenommen haben. Und wir werden so nach 5, 6 Minuten wieder zusammenkommen. Dann können wir nochmal ein paar Fragen klären und nochmal kurz die Veranstaltung zu Ende bringen. Der YouTube-Livestream wird in wenigen Augenblicken enden. Herzlichen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Und die Breakout-Sessions beginnen jetzt in wenigen Augenblicken.